Für Ingmar Jung haben gestimmt 136, mit Nein haben gestimmt 13, das sind 91,3%. Ingmar Jung, im Hintergrund läuft noch der Parteitag, es ist gleich Mitternacht, eine zähe Angelegenheit. Sie haben es aber geschafft mit 91%. Sind Sie zufrieden? Ja, absolut. Also es ist aus meiner Sicht wirklich ein großer Vertrauensbeweis, auch ein großer Vertrauensvorschuss. Ergebnis freut mich sehr. Wir hatten ja durchaus einige Diskussionen in den letzten Wochen und ich weiß, dass ich auch dem einen oder anderen auf die Füße getreten bin. Insofern freut mich das sehr und motiviert, jetzt richtig anzupacken hier. Sie wollten 4 Stellvertreter benennen oder Sie haben 4 Stellvertreter benannt, von denen wurden nur 3 gewählt. Ist das ein holpriger Start? Ach, naja, also ich meine, das ist halt so in der demokratischen Vereinigung. Auch der Bernd Witkowski jetzt gewählt wurde, ist jemand, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, den ich nur deshalb nicht vorgeschlagen habe, weil er mit Stimme ohnehin bei uns als Fraktionsvorsitzender dabei ist. Also gibt durchaus größere Stolpersteine, als das jetzt bei einer demokratischen Wahl mal knapp von 4-3 durchkommen. Wir haben 4 gute Stellvertreter gewählt. Worum geht's jetzt? Was muss der Parteivorsitzende jetzt als erstes anstoßen? Ja, wir stehen unmittelbar vor der Kommunalwahl. Wir müssen jetzt festlegen, wie wir den Programmprozess gestalten und wir müssen jetzt festlegen, wie wir die Kandidatenauswahl machen und wie wir eigentlich in diese Kommunalwahl ziehen wollen. Das sind alles Fragen, die sich jetzt uns unmittelbar stellen. Und da heißt es jetzt, den Laden zusammenführen ein Stück weit und wir müssen jetzt alle in eine Richtung daran arbeiten, dass wir zur Kommunalwahl auf die Bahn kommen, denn die ist in wahrscheinlich 13 Monaten und da wollen wir gut präpariert sein und das ist quasi morgen. Sie haben eben schon eine Kampfansage an die anderen Parteien ausgesprochen. Die CDU wird stärkste Fraktion. Das haben Sie hier selbstbewusst kundgetan. Wie sicher sind Sie, dass das klappt? Ja, das ist unser Ziel. Und man kann bei nichts sicher sein in der Politik, aber wir können das erreichen. Wir müssen einfach wieder mit ein bisschen Selbstbewusstsein eigentlich für das stehen, wofür wir stehen als CDU. Und ich bin da guter Dinge. Und wir lassen uns auch gerne daran messen. Und wenn die CDU in einer Stadt wie Wiesbaden nicht mehr den Anspruch hat, stärkste Fraktion zu werden, dann brauchst du eigentlich gar nicht antreten. Deswegen halte ich das für ein logisches Ziel. Sie haben kritische Töne auch gegen die Kooperationspartner im Rathaus gerichtet, gegen SPD und Grüne. Wird die Kooperation, die Kenia-Kooperation bis zum Ende der Wahlperiode halten? Ja gut, das werden wir sehen, wie es, also natürlich macht man eine Kooperation, auch gerade wir als CDU, um was gestalten zu können, um auch dabei zu sein. Wenn man nicht dabei ist, dann kann man gar nicht gestalten. Aber am Ende muss natürlich klar sein, man muss schauen und ab und zu mal einen Strich drunter machen, nutzt uns das eigentlich mehr, als dass es uns schadet. Das war mir in den letzten 3 Jahren nicht immer ganz sicher, ob das jedes Mal so ist und da werden wir in Zukunft auch genau hinschauen. Unsere Aufgabe ist nicht, rot-grüne Projekte allein durchzusetzen, sondern es muss auch eine klare Handschrift für uns erkennbar sein.